Wochenlang probte das Ensemble vom Theater Purkersdorf bei brütender Hitze. Just am Tag der Premiere machte das Wetter eine Kehrtwendung. Es regnete und hatte gerade mal 10 Grad. Doch Schauspieler wie Publikum trotzten den Wetterkapriolen und genossen Raimunds Stück »Der Bauer als Millionär«. Schenkt sie mir einen Kopfpolster. Na, was ist drauf? Ein großmächtiger Bachfisch. Da lieg ich jetzt mit dem Kopf drauf. Na. Warum muss sie ausgerechnet einen Juwelier heiraten, wo sie doch ein steinreicher Mann sind? Eben. Und damit das so bleibt, darf sie den Burschen nicht nehmen. Raimund im Steinbruch, das hat sich Ferdinand Raimund wahrscheinlich auch nicht gedacht, wo er einmal aufgeführt wird. Ja, also der Raimund passt in den Steinbruch. Der Raimund hat ja in Gutenstein gelebt und hat dort genossen, diese ganze Landschaft und diese auch ein bisschen Felsen und das Mystische. Und ja, daher haben wir uns heuer für den Raimund entschlossen, der ja auch ein bisschen Unterhaltung ist, aber natürlich auch sehr ernste Gedanken hat. Damals in dem Jahrhundert des Raimund war schon auch der Hass und der Neid, und das ist ein Thema, das, glaube ich, die Menschheit so immer wiederum bewegt, und daher passt es, und daher ist es kein altmodisches Stück, sondern hat durchaus Gültigkeit heute. Was ist drin? Ah, du Karten! Ich nehme noch einen, lauter Dukaten! Erst jetzt hätt's die bessere sehen sollen. Wie ist es so, in einem Steinbruch zu spielen? Wunderbar, die Kulisse ist herrlich. Hin und wieder sind wir der Witterung ausgeliefert. Manchmal ist es furchtbar heiß und dann wieder wie heute etwas kalt. Wie hat sich hier der Steinbruch und der Wald und die Natur, hat das beeinflusst bei Ihrer Inszenierung? Insofern, dass man das ausnützt. Wir haben Projektionen, wir können den Steinbruch verzaubern durch diese Projektionen, und diese neue Technik, die man da einsetzen kann, macht das Ganze natürlich noch spannender. Wir haben in den letzten Monaten noch sehr, sehr viel hier an Umbauarbeiten vorgenommen. Wir befinden uns hier in einem Raum, der zur Kürze erst aufgebaut worden ist im Catering-Bereich. Wir haben eine neue Bühne. Die Bühne bietet jetzt wirklich die Möglichkeit, sicher zu spielen. Es gibt keine wackeligen Stellen mehr. Und wir haben heuer und heute mit dem heutigen Tag eine wunderbare Premiere. Ich hoffe, dass das Wetter heute durchhält, dass wir wirklich hier alles auf die Bühne bringen können, was wir vorbereitet haben. Wir sind ganz, ganz glücklich in der Stadt, dass wir dieses Theater haben. Das ist ein herrliches Ambiente hier im Steinbruch, und das Niveau, das hier von den Schauspielerinnen und Schauspielern geboten wird, ist weit über ein Laientheater hinaus. Herr, wie können Sie sich unterstehen, mit uns einen Spaß zu machen? Ich will nur einen Spaß machen. Ich will euch glücklich machen. Schlagt ein, ihr tausend Sapamenter, und verlasst euch auf mich. Ich bin ein ehrliches Büble. Ich darf nicht sagen, was ich bin, aber unter uns gesagt, ich bin was. Erstens bin ich ein Schwabe, und zweitens bin ich noch was. Und wenn in 3 Wochen nicht Hochzeit ist, so könnt's mir was antun.